Herzlich willkommen zum kurzen Kanal-Update. Ja, ich habe euch in der letzten Videos schon gesagt, ich möchte es mit Modo Map anfangen. Ich habe mich jetzt heute mal mit dem Science Editor ein bisschen befasst, habe auch verschiedene Mods und Maps und so angeschaut und auch die Kommentare, und da waren teilweise echt beleidigende Kommentare dabei, wo ich mir dann den Gedanken gemacht habe, wieso mache ich das eigentlich? Also ich habe mich jetzt entschieden, nach langem Hin und Her, ich werde vorerst mal keine Mods und Maps machen, also nicht Mod und Mappe. Ich bin jetzt auch beleidigt worden heute in einem Kommentar in meine Videos, wo ich denke, wieso mache ich eigentlich die ganze YouTuberei? Na, weil es mir Spaß macht. Ich habe mich jetzt entschieden, mich weiterhin auf meinen YouTube-Kanal zu konzentrieren, also reale und virtuelle Videos in der Landwirtschaft. Es wird jetzt wieder Multiplayer geben. Mir startet jetzt im LS22 Multiplayer auf der Röwitz. Wird es jetzt von mir auch wieder Videos geben, Multiplayer. Es wird für mich wieder Little Farmer geben, und zwar hier auf dem Aussteigerhof, im Yogi, auf der Erlengrad, wo ich jetzt Little Farmer spiele, bis die Gräbach rauskommt. Zu dem Hof gibt es zum ersten Video. Im ersten Video wollte ich euch den Hof ein bisschen zeigen. Ich wollte euch jetzt einfach mal schon ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack machen, wo mir auf Little Farmer jetzt weiterspielt. Big Farmer, da warte ich auf die Hofwiesegrund. Oder sagt ihr, mir sollt mal vorerst auf der Maipol Farm weiterspielen? Das war jetzt für mich zurzeit auch ein bisschen deprimierend, oder halt jetzt gerade deprimierend. Das letzte Video von Rade ist nach 2 Tagen auch nur 12 Mal angeschaut worden. Und auch noch der Kommentar, wo ich beleidigt worden bin, im Kommentar. Gut, als YouTuber muss man da damit umgehen. Ich mache die Videos nicht für die Idioten, sorry, wenn ich das ausdrücke, die Videos beleidigen oder die mich beleidigen wollen, sondern ich mache die Videos für die Leute, die es gern anschauen. Und für die nochmal an diejenigen, die mir einen Daumen nach oben geben, vielen Dank für die Feedback. Das bedeutet für mich immer sehr viel, einen Daumen nach oben. Und schreibt doch auch gerne bitte Kommentare, irgendwas Liebes, Nettes, und in Kommentarerei. Dadurch kriegen meine Videos viel mehr Reichweite. Manchmal frage ich mich auch, was mache ich eigentlich falsch? Andere machen keine so gute Videos wie ich und haben viel mehr Aufrufe und steigert ihre Abonnentenzahl, und ich tümpel immer auf dem gleichen Niveau rum. Schreibt in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge oder so. Wie gesagt, mein Kanal wäre ich ganz sicher aufgeben, aber ich mache mir halt einfach auch manchmal Gedanken, was kann ich besser machen. Wie kann ich es besser machen? Und ja, da würde ich mich mal freuen auf euer Feedback. Genau, Little Farmer, da werde ich den Spielstand jetzt einrichten. Da werden wir mit ziemlich kleinen Maschinen schaffen. Ihr seht da einen ziemlich kleinen Hof, aber richtig geil gemacht. Fällt mir richtig gut. Auch eine kleine Hof-BGA. Muss ich gerade schauen, wo ist denn die Hof-BGA? Die habe ich noch gar nicht irgendwas gesehen. Aber das wollte ich eigentlich mit euch, ja, da haben wir den Stall. Das wollte ich eigentlich mit euch durchgehen, wenn wir uns den Hof anschaut. Ja, das machen wir auch so. Ich möchte euch jetzt da euch schon zu viel zeigen. Auf alle Fälle, jetzt ist der Hof richtig schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Ich habe mich jetzt auch vorerst entschieden, mal nur auf dem Aussteigerhof zu spielen. Der Yogi hat das Savegame hochgeladen. Hat angekündigt, dass er das Safe-Game bringt, Aussteigerhof auf der Erlengrad. Ist ein bisschen später von der Arbeit heimgekommen, und dann waren schon wieder blöde Kommentare unten drin gestanden. Warum ist das Safe-Game nicht da? Safe-Game Fragezeichen und lauter solche Sachen. Wo er sich wirklich überlegt hat, lädt er den Aussteigerhof hoch oder lässt das einfach bleiben. Aber er hat es gemacht für die Leute, die daran Freude haben, die da damit Spaß haben, und nicht für die, die darauf sowieso spielen würden. Und das ist auch ein Grund, dass ich jetzt auf dem Hof spiele, bis Gräbach raus ist. Finde ich richtig geiler Hof. Wir müssen auch mal noch schauen nach Felder. Aber wie gesagt, es wird weitergehen, aber ich möchte jetzt mich wieder voll und ganz auf meinen Kanal konzentrieren. Vielleicht später werde ich mal was machen, so für mich selber, Sounds einbauen in Traktoren oder so irgendwas machen, das einfach für mich privat bleibt.
Aber vorerst, wo ich die Kommentare wieder gelesen habe, habe ich gedacht, ne, wieso mache ich mir das an? Tue ich mir das an? Ich konzentriere mich jetzt lieber weiterhin auf Agrarvideosjäger, halt auf meinen Kanal, also virtuelle und reale Landwirtschaft. Okay, meine Freunde, ja, das war's für heute. Für das kurze kleine Video. Ich hoffe, euch gefallen die Videos weiterhin, die ich mache. Und ich bin raus für heute. Ciao, ciao.